Hallo und herzlich willkommen im Hobbykeller. Ich bin der Bob und herzlich willkommen auf meinem Channel, der sich an Einsteiger für das Thema Solarenergie richtet. Dieses Video nenne ich meine persönliche Empfehlung und vielleicht mache ich sogar eine ganze Videoreihe daraus. Ich möchte an der Stelle heute mal zeigen, was ich persönlich empfehle, wenn man sich dazu entschließt, eine Solaranlage mit einem Batteriespeicher zu bauen. Und zwar reden wir jetzt nicht davon von so einem Lithium-Ionen-Speicher, weil der einfach schlicht und ergreifend viel zu teuer ist. Ich habe jetzt gerade auch gar keine Batterie da zum Zeigen. Sondern wir reden jetzt darum, eine klassische Bleibatterie, eine Gelbatterie, irgend sowas, was ihr aus dem Auto kennt. Oder sei es auch eine Solarbatterie. Je nachdem. Da gibt es auch, ich verweise da unten darauf, gibt es von mir verschiedene Empfehlungen. Da gibt es diese speziellen Solarakkus, Boot oder Solarakkus nennen die sich, oder Solarbatterien. Sind auch im Prinzip wie Autobatterien, so groß, haben ein bisschen dickere Platten drin. Und gibt es aber auch die Variante. Ganz klassische, normale Autobatterie. Sei es mal drum, was ihr denn nehmt, also vollkommen egal. Ja? Wir wissen alle, dass es entscheidend ist, wo in einem Kabel der Strom fließt, wo die dünnste Stelle ist. Also sagen wir mal, das ist mein Kabel und ich habe irgendwo eine Stelle, die ist so. Ja, dann ist das meine, ja, man, ihr kennt das, das Sollbruchstelle. Ja? Also die beste Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Ja, und an der Stelle kann es dann zu Widerständen kommen, zu Erhitzungen kommen, zu Bränden kommen. Man, selbst wenn es dazu nicht kommt, verliert man Strom. Und jetzt ist es entscheidend, was ist denn bei den Batteriepolklemmen, ganz speziell, wenn ihr mehrere Batterien zusammenschließen wollt. Ja, und da habe ich einen coolen Griff getan. Das sind diese Klemmen hier. Und warum ich die bevorzuge, darum geht es in diesem Video. Und ich werde dann die Kamera nach oben packen und werde dann mal von oben nochmal auf meinen Schreibtisch hier filmen. Und nochmal versuchen rüberzubringen, warum ich genau diese Polklemmen für gut befinde. Kurz zuvor die normalen Polklemmen. Stellt euch vor, ihr habt ein Auto und ihr habt da eine Batterie drin. Da habt ihr nur eine Batterie. Es gibt ja auch nur eine Halterung für eine Batterie. Dann hat man da im Prinzip die Polklemme und dann kommt vorne das Kabel ran. So. Und in der Regel ist diese Aussparung, wo das Kabel rankommt, ist auch genauso groß, dass man da genau ein Kabel rankriegt. Wenn beim Auto nicht gleich das Ding sowieso verlötet ist und man kann das lediglich auf diesen Nuffi draufstecken. So, dann könnt ihr da gar nichts, ja? Wir wollen ja, oder die meisten Leute, die sich jetzt mit dem Thema Solarenergie beschäftigen, die wollen ja möglichst viel Energie speichern. Ja? Also das Auto braucht im Prinzip eine Batterie, die so stark ist, dass sie beim Anlassen den Strom liefert, damit der Anlasser den Motor anschiebt, dann setzt die Zündung ein und passt schon. Ja? Gibt auch noch die Möglichkeit, dass da andere Sachen drüber laufen. Die Lichtmaschine lädt die Batterie permanent wieder auf, dann die Verbraucherradio und so. Aber sei es drum, ganz grob erklärt. Ja? Also wir haben diese Batterie und die hat diese eine Aufgabe. So. Bei der Solarenergie ist es ja so, tagsüber, also im Idealfall, jetzt, heute nicht unbedingt, aber im Idealfall, hat man tagsüber die Solarenergie und will die ja in der Nacht auch noch nutzen. Wie groß der Speicher ist, sei jetzt erstmal dahingestellt. Ja, also wenn es jetzt darum geht, ihr wollt nachts eine LED-Birne, ich rede jetzt nicht mehr von Glühbirnen, weil das ist durch das Thema, aber sagen wir mal so ein Energiestripes, wie ich sie hier an der Decke habe, wollt ihr betreiben in der Nacht und da soll natürlich die Batterie ausreichend stark sein. Im Übrigen, das ist genau bei mir jetzt der Fall, weil draußen ist Scheißwetter, kommt gerade nichts an Strom. So, aber ich habe diesen Speicher. Also wir wollen das speichern und wir wollen natürlich möglichst viel speichern. Und jetzt ist es natürlich irgendwann, gibt es noch diese großen Gabelstapler-Batterien, diese großen, ja, so diese richtig fetten 250, 260 bis 280 Amperestunden, diese riesen Batterien, aber selbst irgendwann, die sind ja irgendwann mal alle. Jetzt brauchen wir mehrere Batterien und wir möchten diese Batterien ja möglichst zusammenschalten. Das ist der Punkt 1. Und wir haben diese Sollbruchstellen, die sollen möglichst klein sein, ja, diese Stelle, das ist der Punkt 2. Und dafür sind meines Erachtens nach diese Polklemmen ideal. Lange Rede, kurzer Sinn, ich packe jetzt die Kamera nach oben und zeige jetzt mal, warum meiner Meinung nach die ideal sind. Es ist eine persönliche Meinung. Schaut es euch an.
So, schaut mal. Also, ich habe jetzt mal die Kamera auf Zoom gestellt. Ich hoffe, das funktioniert gut. Wir haben hier also im Prinzip eine Polklemme. Ich packe mal die Batterie noch mit hoch. Vielleicht geht das ganz gut. Also, ihr kennt diese ganz normalen Batterien. Das ist jetzt eine normale Autobatterie. Und ihr packt diese Polklemme hier so drauf. Ja? So. Jetzt haben wir die Möglichkeit, hier ein Kabel einzustecken und auf der anderen Seite weiterzuführen. Das ist mal Punkt 1, warum das Ding genial ist. Wenn ihr eine 12 Volt Inselanlage habt, dann habt ihr ja immer hier auf der Seite, das ist jetzt Minus, auf der anderen Seite Plus. Ja. Im Original verkehrt rum. Da gibt es immer, das Schöne an diesen Batteriepolklemmen ist, da gibt es auch immer einen großen und einen kleinen. Da kann man den nämlich nicht verkehrt rum draufsetzen. Ja, so hier. Ja. So. Und dann könnt ihr im Prinzip das Kabel, das eine Kabel kommt sozusagen von der Solaranlage. Ja, so sagen wir mal, hier kommt das von der Solaranlage, zack. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt noch ein Kabel übrig. Mal das hier. Und das andere Kabel, das führt ihr dann einfach zur nächsten Batterie. Was man auch machen kann, ist, dass man ein Kabel nimmt, isoliert es hier ab. Diese abisolierte Stelle macht man genau hier rein, macht es zusammen und dann hat man im Prinzip hier die maximale Fläche verbunden. Ich zeige auch gleich nochmal, warum das so genial ist. Ich habe hier schon mal eins rangemacht. Ich zeige es gleich mal so. So, also grundsätzlich erstmal, man hat eben hier die Möglichkeit, gleich für eine Staffelung zu planen von mehreren Batterien und die Dinger kosten nicht wirklich mehr. Wenn ihr jetzt auch nur eine Batterie wollt, dann finde ich die Dinger trotzdem genial. Weil ich nämlich hier, zeig das mal, da ist hier so ein kleines Metallplättchen drin, ja. Und ich habe also hier eine maximale Auflagefläche. Ich kann also das Kabel nehmen und da komplett durchführen. Und dann habe ich wirklich viel Kupfer hier, viel verbunden und ich habe nicht diese engen Stellen. Ich muss das so halten, oder? Ja, genau so. Ich habe das jetzt hier schon mal reingebaut. Ich hoffe, dass man das jetzt irgendwie sehen kann. So, schaut mal scharf, liebe Kamera. Oder auch nicht. Jetzt da. Seht ihr das? Ihr könnt also das Kabel unter dieses Metallplättchen da legen. Die beiden Schrauben halten das fest. Finde ich auch genial. Das übt schön Druck auf das gesamte Kabel aus. Das ist schön fest. Und wir haben hier eben eine große Verbindungsstelle. Da. Und genau mit diesem Typus, also im Prinzip wäre das jetzt hier dann, hoppala, ja, muss man aufpassen, die Dinger fallen raus. Ja, jetzt lege ich dieses Metallplättchen da wieder rein. Und dann verbinde ich das hier. Ich muss das auch nicht so tief reinmachen. Jetzt kann ich im Prinzip Folgendes tun, wenn ich das will. Das funktioniert natürlich jetzt nicht hundertprozentig, weil das Metallplättchen natürlich trotzdem aufliegt. Aber ich habe jetzt hier die eine Schraube mal nach oben gelassen. Ich kann also von der einen Seite auch ein Kabel einführen. Kann auf der anderen Seite ein zweites Kabel dann einführen, dann drehe ich erst fest. Aber ich habe jetzt hier... Was ist das? Achso, das ist das hier, was an der Polklemme festgemacht wird. So, haben wir das. Und jetzt habe ich im Prinzip hier schon eine Brücke geschaffen. Ja? Ich muss mir also vorher erstmal überlegen, wie weit sollen die beiden Batterien auseinanderstehen. Das wird eher beim Bauen dann wahrscheinlich eher so ausschauen. Ja? Weil die Batterien ansonsten, ihr könnt das nicht straff machen, weil doch das Gehäuse ein bisschen im Weg ist. Ihr müsst ja um diese Stelle erstmal herumkommen. Ja? Also sagen wir, hier hinten steht die nächste Batterie hier. Dann nehmt ihr das so und so und dann ist einfach, das muss tatsächlich ein bisschen gewölbt sein. Ja? Aber wir haben eben hier die Möglichkeit, wunderschön hintereinander das zu sortieren. Wen das interessiert, in meinem Video meine 12 Volt Inselanlage, das ist die erste Inselanlage, die ich zusammengebastelt hatte, da habe ich das gezeigt, da hatte ich das genauso, da hatte ich im Prinzip acht Batterien hintereinander. So, acht Batterien hintereinander. Immer mit diesem Prinzip.
Das musste ich aber dann mit gestückelten Kabeln machen, weil ich zuvor schon ein bisschen experimentiert hatte. Man kann sich auch nicht permanent neues Kabel kaufen. Also das ist auch ein bisschen Quatsch an der Stelle. Aber das ist es. Auf der anderen Seite wäre das dann sozusagen seitenverkehrt. Also so, stellt euch einfach vor, hier sind die Batterien. Und das könnt ihr eben mit relativ vielen Batterien hintereinander machen. Wobei ich dann sagen würde, dass wenn man zum Beispiel dann ein paar Batterien hintereinander hat, zum Beispiel so, und der Laderegler wäre ganz hinten angeschlossen, der dann sozusagen die Energie von den Solarpanels da reinlädt, dann ist das relativ schlecht fürs Kabel, auch wenn ich immer Kabel empfehle mit einem sehr dicken Querschnitt, wenn das nur am Anfang angeschlossen ist. Also man sollte dann, sagen wir mal, Wir machen eine krumme Zahl. Ihr habt gerade mal 5 Batterien und ein 12-Volt-System. Das heißt, die Batterien sind alle hintereinander. Dann schließt ihr den Laderegler bitte in der Mitte an oder links und rechts, dass wirklich dann 2 Kabel dahin gehen, damit einfach wirklich die Batterien gleichmäßig geladen werden. Jetzt noch ein ganz wichtiger Hinweis. Das ist ja natürlich jetzt hier mit diesem Kabelvideo nicht getan. Es gibt da noch einige wichtige Punkte zu beachten und ich, falls das wirklich so wird, dass ich da einen ganzen Guide dazu mache, dann schaut euch bitte alle Videos dazu an. Also ihr seht jetzt hier, warum benutzt der dicke komische Mann hier so ein gelb-grünes Kabel, ist das nicht Erdungskabel? Ja, das ist Erdungskabel. Und ja, das ist eigentlich dafür nicht gedacht, aber es ist ein sehr schönes dickes Kabel. Und wenn das so klappt, wie ich mir das vorstelle, mache ich auch dazu ein Video, welche Kabel man verwenden sollte. Keine Angst, ich bin kein Fetischist von Erdungskabel, man kann auch andere nehmen, aber dann sowas hier zum Beispiel nicht unbedingt. Ja, das war mal von einer ganz frühen Phase von mir. Ihr seht schon, wie dünn dieses Kabel ist. Genau, und da würde ich das zeigen, also Batteriepolklemmen, die kann ich wirklich uneingeschränkt empfehlen. Und was ich noch so empfehlen kann, das werde ich wahrscheinlich in einem ganzen Guide zusammenbasteln, denke ich mal. Okay, herzlichen Dank fürs Zuschauen.